zu einem Video von mir. Und zwar ist es Teil 2 vom Manga-Update. Also zumindest vom den ganzen Merchandising, was ich so in dem Monat noch zu bekommen habe. Also jetzt vom Mai, April. Das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so viel. Also, ja. Und hier sieht man auch schon eins, das habe ich mir so gegen Anfang April geholt. Und zwar das Black Butler Po, was ich schon im ersten erwähnt habe. Das ist auch recht schwer. Noch nö. Wofür bin ich da? Ja. Ich kann ja davon später eventuell noch eine genauere Review machen. Ich kann jetzt mal eine Seite aufschlagen. Ja. Wenn ihr wollt, mache ich später nochmal eine Review davon. Und dann würde ich sagen, wir machen mal weiter. Das habe ich übrigens auch in Jena mal gekauft. Ja. Na, aber zur zweiten Sache. Und zum Beispiel eine Tasse gekauft. Auch im Jena, und zwar im GameStop. Von Naruto und Sasuke. Ich musste diese Tasse unbedingt haben. Sie ist auch recht groß. Also da passt auch recht viel rein. Aber sie steht meistens eh nur zur Deko bei mir. Und ich stelle sie jetzt einfach mal hier so zur Seite. Was ich noch sehe. Ja, mache ich mal mit da. Genau. Und dann habe ich hier noch ein Stimmband von Naruto. Und zwar habe ich das zu meinem Cosplay mitbestellt. Von Naruto halt. Ich habe jetzt auch die Jacke plus die Hose dazu noch. Nur die Jacke werde ich jetzt hier nicht zeigen. Ich werde einfach mal noch ein Bild reinsetzen. Ich habe ja genug von mir mit der Jacke gemacht, wo ich Stimmband und Jacke da noch anhabe, damit man das sieht und wo ich auch die Hose noch mit dazu anhabe. Ja, jetzt wird alles auseinander. Ich will jetzt einfach mal hier rein. Ja. So, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar, wie ich ja schon mal in einem anderen Video gemacht habe, die Sternspiele, die kleine Sailor Moon, wo man ja so Candy hier reintun kann. Oder hier. Genau, ich habe sie meistens so offen liegen. Und das kann man so drehen. Von Miniature Tablet. Finde ich voll süß. Doch eine übelst gute Qualität. Ja, ich habe noch einiges hier stehen. Ja, dann die Black Lady, wo April bei mir angekommen ist. War das April? Ja, das war April. April oder gegen Ende März. Figur. Ja. Dann noch die Eternal Sailor Moon, die ist ja vor ein paar Wochen angekommen. Beziehungsweise habe ich die vor ein paar Wochen bestellt. Ja, nochmal. Hier dann noch Sailor Chibi Chibi. Und dann noch, da muss ich noch ein bisschen zur Seite greifen, der kleine Sailor Moon Anhänger von, also die kleine Twinkle Dolly, Prinzessin Serenity und auf dem Mondzepter. Jo. Ja, dann mach ich mal weiter. Und zwar auch zu den Nendos. Zu Nendo ist es eigentlich nur einer. Und zwar die Omaru Nendo mit ihrer Cola. Und so eine kleine Petite. Das ist doch gleich Petite, oder? Kann man das jetzt Petite nennen? Es ist auch von Good Smell Company. Also lass mal. Ich glaube, das ist. Ja doch, kannst du als Petite Karre zählen lassen. Von Omaru. Ja, und dann die zwei kleinen Petit Karas von Love Life, von Kotori-chan erstmal. Oh, ich finde sie richtig süß, also so richtig schön. Oh, richtig toll. Und dann noch von Nico. Ich hoffe mal, vielleicht bekommt Figur nochmal das komplette Set einzeln rein, dass ich mir eventuell noch Nozomi und Eri holen kann, weil das sind auch so Lieblingscharaktere mit und ja. So, dann habe ich nur noch zwei Sachen hier stehen. Eigentlich drei. Das
das war die Schachtel von der Stimmband. Wow. Zweite Sache. Die Figma von Hatsune Miku, die ich mir ja auch vor einem, keine Ahnung wann, bestellt habe. Die ich auch schon voll süß finde und voll schön und ich liebe die Haare immer noch. Ja. Normalerweise hänge ich dann immer den Anhänger so seitlich dran. Ja, und dann habe ich nur noch eine Sache, und zwar ist das so eine Nendo von, also, wie heißt sie? Also, Red Hiding, also, sozusagen Rotkäppchen Miku. Jo, nehmt nur noch, die ich mir dann mal geholt habe. Dann jetzt kommt es auch noch, falls jetzt einige fragen, sie ist kein Original, aber auch eigentlich kein Fake, weil sie ist sozusagen inoffiziell und ja, hat trotzdem eine richtig gute Qualität eigentlich und sie ist auch recht schön. Falls ihr Fragen habt, wo ich sie her habe, ich habe sie auf jeden Fall bei eBay. Ich suche sie nochmal, wenn dann heraus und falls es einige interessiert und ja, ich kann sie ja nochmal, denn eventuell, falls sie welche Fragen haben, denen den Link geben zu dem eBay-Shop, wo ich sie her habe. Jo, und ja. So, das war's eigentlich auch schon mit dem Merchandise-Update. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. In this desert, in darkness, lying with a gun across his chest, pretending.